Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Verstanden. Darf ich denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. In Ordnung. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid zur neuen Folge von Mars Effect Andromeda. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Wir haben ein neues Volk. Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Wir haben Besuch von einem Engel. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Ja, wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Ich habe keine Ahnung, ich laufe dir nach. Haben irgendwie komische Beine, oder? Hallo? Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Aber hier wir schön. Wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Wie hat es uns gefunden? Nicht es, er. Und hör auf, ihn so anzustarren. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich... Kommen Sie her. Gott. Man darf nicht immer ein bisschen hier irgendwie woanders hingehen. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Ephra. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Mozart. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Also jetzt böse schauen. Mit dem Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Wir sind nicht wie Sie. Ich glaube sogar, wir könnten einander helfen. Den Fehler haben wir bei den Cat gemacht. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Mein Herz. Meine Leute hatten den Mut, aus der Milchstraße nach Andromeda zu reisen. Ich würde alles wagen, um sie zu retten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das.
Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Ich möchte Ihnen zeigen, wozu ich fähig bin. Geben Sie mir einfach Ihre Zustimmung. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Die Angara und auch die Cat haben vor Jahren gelernt, wie gefährlich die Gewölbe sind. Wir sind fertig. Evra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Wo kommt der Wind hierher? Also ich muss... Ich bin Jor Amadarav. Hallo. Und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Danke oder willkommen an Bord. Das wird nett. Ich hoffe, Sie mögen Gesellschaft. Hoffentlich bereue ich das nicht. Hoffe ich auch. Was ich sagen wollte, ich wiederhole mich, aber die Aussehen sehen echt gut aus. Im Gegensatz zu den Menschen. Also, keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist bei der Programmierung. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Ja, jetzt kann ich mich schon frei bewegen hier. Hallo. Bin ich doch immer. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Kennedy? Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Um vielleicht jemanden wie Ihnen zu begegnen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Können alle Menschen so gut mit Worten umgehen? Das werden Sie selbst rausfinden müssen. Ja, ich schätze, das muss ich wohl. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Was sagen Sie meinen wunderschönen Haaren? Ihren Namen. Die ganze Zeit hin und her wackeln. Ich bin Avila Kajar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber es war vor zwei Sekunden. Und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Es geht hier um einen verlorenen Teil Ihrer Geschichte. Und Sie vertrauen einem Fremden? Ich weiß, was die Leute über Sie sagen, aber ich denke, Sie irren sich. Ich glaube, Sie sind hier, um zu helfen. Natürlich, bin ich schon zwei Minuten hier. Ihre Chance ist zu beweisen. Sie wollen sich doch Ayas Respekt verdienen, oder? Wenn Sie mir helfen, unsere Vergangenheit zu ergründen, wird sie das einen großen Schritt weiterbringen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Bitte. Thank you.
Hallo, du willst auch mit mir reden. Handel? Handel. Was? Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Ja, warum ich immer? Wieso denken Sie, ich könnte Ihnen helfen? Sie haben Arya gefunden. Vielleicht finden Sie auch meinen Lieferanten. Es kann jedenfalls nicht schaden zu fragen. Ja. Sie sind einer der wenigen hier, die bereit sind, mir eine Chance zu geben. Ich werde Sie ergreifen. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Danke. Ryder, das Schiff ist repariert und startklar. Ihr Schiff ist... wunderschön. Wir haben nichts Vergleichbares. Warten Sie, bis Sie es von innen sehen. Wird es etwa noch besser? Absolut. Können wir aufbrechen? Ja. Ja, es wird Zeit, dass ich Sie dem Rest meiner Crew vorstelle. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ach, kommen Sie schon. Könnten wir bitte alle versuchen, einfach nur zuzuhören? Oh, Sie bitten uns. Interessante Strategie. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jarl hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Arya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jarl. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns, also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Genau. Ruhe da hinten. Sonst werden die alle weggebracht. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Cat in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Cat entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Cat kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Bestimmt. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur Tricks, ungern, bitte. Aber ich muss Phoebe recht geben. Gott. Unsere Mission hat vor. Sorry. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jarl. Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten.
Weil? Weil sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen sie. Jarl hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Volt. Vor der Geißelkatastrophe war Volt ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havar ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns, oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jarl will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Okay, danke. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Sagen wir lieber Optimismus. Das mit dem Vertrauen kommt später. Jarl, geben Sie Kello die Nachpunkte der beiden Planeten. Danke. Gehen wir es an. Geh mal. So, was haben wir denn für neue? Wissenschaftlern auf Arvel helfen? Mit Widerstand treffen. Das ist ein... Aber was habe ich einmal? Egal. Hallo. Habe ich hier E-Mail? E-Mail abrufen. Doc, was halten Sie von den Angaren? Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke. Ich kann meine erste Sitzung mit Jarl kaum erwarten. Versuchen Sie ihn nicht zu verschrecken, okay? Was ist jetzt eigentlich dies? War die E-Mail ist nicht da irgendwo? Also, Jarl. Also... Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns. Und trotzdem haben sie uns ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie bitte mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Ja. Es ist aufregend. Toll. Haben Sie eine E-Mail? Ich muss eine E-Mail checken. Hallo? Etwas an Ihnen ist einzigartig. Ja, mein Haar. Ungeschliffen. Das aber irgendwie immer hintergründig. Ja. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu.
Ist es auch. Angara sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Was? Nee. Ist das hier Liebe oder Freundschaft? Jetzt muss ich auch noch Alien-Psychologie entschlüsseln. Als ob ich nicht genug um die Ohren hätte. Welche Ohren? Sie sagen es. Bis später. Ehre. Junge, Junge. Haben Sie E-Mail? Ist auch schon nett. Keiner mag mir E-Mails nicht geben. Ich bin E-Mail-frei. Entschuldigung. Ach, scheiß drauf. Wie sage ich das? Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle. Genau wie auf Sir Cash. Was halten Sie von den Angara, alter Mann? Stark, ehrenhaft, Überlebenskünstler. Es ist eine Weile her, seit mir eine neue, freundliche Spezies begegnet ist. Das letzte Mal waren es die Menschen. Ach ja, richtig. Sie haben den Erstkontakt mit ihnen ja selbst erlebt, nicht wahr? Wenn ich mich recht erinnere, waren meine exakten Worte: Es ist mutig, so matschig zu sein. Wissen die, dass sie hauptsächlich aus Wasser bestehen? Oh, das ist hart. Ich kann Lassen die Sie das nicht Ryder hören. Oh. Garderobe? Was könnte mein sein? Oh Gott, ich habe die E-Mail gefunden. Von Ryder, an Ryder von B. Dank des Relikt. Weichgerät aus dem EOS-Gewerbe brauche ich nur noch ein spezielles Realtek-Teil, um meine Produktion abzuschließen. Mein Scanner hat das Gesuchte auf Boulder geordert. Können wir den Gegenstand danach suchen? Ja. Zeit für ein Interview. Hallo Ryder! Es heißt, Ihre Mission auf EOS sei erfolgreich verlaufen. Gut gemacht. Möchten Sie vor der Kamera davon berichten? Ja, bestätigen. Bitte um Hilfe. Hallo Ryder, was Aritana? Hallo Ryder, verzeihen Sie die Störung. Ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Sie könnten meinen Forschungen zum Kisell helfen. Wir können in den Nexus-Laboren persönlich darüber sprechen. Ja, Erinnerung. Danke für das Gespräch. Ich fühle mich jetzt besser, auch wenn die Dinge noch nicht geregelt scheinen. Vergessen Sie nicht, die Zeit für sich selbst zu nehmen. Die Arbeit ist wichtig, aber die Trauer auch. Trauer und Angst beherrscht dich nicht. Mach sie zu deinen Dienern, die ihre Herrin beschützen. Verlust ist für eine Jägerin, die besitzen, wie Benzin und für das Feuer. Heute auch was reden. BS, die Pflanzen gedeihen. Sam und ich lernen gemeinsam mehr über... Nein, nicht rausgehen. Dampest-Hacks, oh Gott. Hallo Ryder, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Dampest mit maximaler Effizienz läuft. Und da Sie jetzt das Kommando haben, dachte ich mir, ich verrate Ihnen ein paar geheime Hacks, die die Schiffskonstrukteure und im Code versteckt haben. Senden Sie einfach mit Ihrem Universalwerkzeug den Code CCSB, um das Debug-Menü zu öffnen. Das ist mal Urk. Ihre Ärztin ist vielleicht eine neugierige Asari, der ich je begegnet bin. Und das ist Wilkeps heißen. Sie muss dringend 4 oder 5 Gänge darunter schalten, sonst bin ich bald weg hier. Und das wäre doch ein Jammer, finde ich. Vergessen Sie es. Liam. Hey, Pathfinder. Ich komme immer wieder darauf zurück. Es gibt für mich nichts Besseres als unser Team. Wir bringen die Dinge in Ordnung. Sobald wir Leute auf einer
Planetenoberfläche haben, werde ich dafür sorgen, dass sie bekommen, was sie brauchen. Wegen dieses Machts einfach bin ich zu Hus Dü 1 gegangen und genau deshalb bin ich jetzt auch hier. Wir schaffen das, Costa. Liam hat eine Liste von Medien eingefügt, die sich mit dem Thema Grenzen beschäftigt. Dabei sind Western, Weltraum, Opern und etwas überraschend turianische Historiendrama. Die sind der Boss. Wie schaut's aus? Pathfinder, ich dachte, ich stelle lieber etwas klar. Ich weiß, ich habe von inoffizieller Quellen gesprochen, dass ich tun muss, was ich tun muss. Wer die üblichen Zeiten auf der Nexus mitgemacht hat, der hat sich an viele ziemlich hässliche Dinge gewöhnt. Überleben ist einfach nicht sauber, hübsch und schön. Aber letztlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Wenn Ihnen also bei irgendwas nicht wohl ist, dann tue ich es nicht, ganz einfach. Grandabo, mein Aufsatz. Lieber Ryder, Subi. Ich habe meinen Aufsatz über Eloys Erde angehängt, weil sie noch eine leichte Bettlektüre brauchen. Es muss noch einmal erwähnt, dass für eine große Ehre es ist, hier zu sein, Subi. Spiritualität. Lieber Ryder, ich bin wirklich dankbar für unser Gespräch vorhin. Ich muss meine Überzeugung schon so oft verteidigen, dass ich es ehrlich gesagt leid bin. Immer wenn ich jemanden begegne, dem es ebenso geht oder der mich zumindest versteht, freue ich mich einfach sehr. Also vielen Dank, Subi. Wege ihres Vaters, Rack. Vetra hat mir gesagt, was mit ihrem Dad passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie können ein wenig Aufmunterung gebrauchen oder wenigstens ablenken. Mir hilft das hier meistens. Rack hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. Zwei kommen doppelt vor. Viele sind in schlechter Auflösung oder meiner Wasserzeichen versehen. Falls Sie sich interessiert, Lexi. Anhang organische Virilität und Aggressivität. Hallo Ryder. Anhängend finden Sie meine Dissertation über Kurgana, die ich erwähnt habe. Ich weiß, es sind nur 500 Seiten, aber länger dürften sie nicht sein. Wenn Sie damit durch sind, habe ich noch eine umfangreiche Version für das Citadel-Fachblatt für Medizin, etwa 1400 Seiten, die viel mehr Details wegen der Darstellung des Behandlungsvorgangs enthalten. Oder was habe ich hier alles? Das haben wir schon gelesen. Hallo Ryder. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mit diesem Datenkern in meinem Zimmer behalte, also in der Rettungskapsel. Ich denke vor dem Schlafengehen einfach gerne über Dinge nach, die besten Ideen habe ich, wenn ich schon halb eingeschlafen bin. Außerdem habe ich ihn zuerst gesehen. Jedenfalls wissen wir sicher, dass sich irgendwelche Daten darin befinden. Die Frage ist nur, wie wir an sie gekommen sind. Ich halte sie für offen. Ich habe einen Plan. Können Sie bei Gelegenheit mal kurz vorbeikommen? Ich habe eine Idee, die ich Ihnen präsentieren will. Die Sache könnte allen dabei helfen, mit dem ganzen Wahnsinn hier umzugehen. Ich könnte Pathfinder August Bradley, ich könnte Ihre Hilfe bei einer Sache brauchen, an der Hindley arbeitet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, also lasse ich es selbst erklären. Sie brieft sie, wenn sie hier sind. Eine Auflösung der Gegenstände, die ich an Bord ihres Schiffes gebracht habe. Bla 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 bla. Aber ich habe noch keine von den. Nee. Zu wem muss ich? Ich habe meinen Hunden. Aber ja, ich werde die Folge jetzt mal beenden. Dann gehe ich kurz zu Liam und in der nächsten Folge und dann werden wir Missionen weitermachen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bye, bye.